heiße Reifen, harte Crashs, Action auf der Carrera-Bahn. Aber bevor es turbulent wird, kommt für die Rennfahrer aus Kassel erstmal die Logistik. Das Wohnzimmer muss zur Rennstrecke werden. Wie die aussieht, das ist jedes Mal neu, reine Improvisation. Ich würde gerne die Start- und Zielgerade hier in die Mitte setzen und dann außen noch mal entgegengesetzt fahren. Was hältst du von der Raumdiagonale? Weil wir da am meisten Geschwindigkeit, Länge haben. Ne? Können, ja? Also Gas. Jeder bringt mit, was er an Schienen so zu Hause hat. Am Ende kommen die Jungs auf rund 60 Meter. Die sollen alle hier in das 30 Quadratmeter große Wohnzimmer passen. Couchtisch und Sofa sind dabei kein Hindernis, sondern Teil der Strecke. Das ist ja der Reiz, natürlich. Also in der Halle, da müsste man ja wieder irgendwelche Schränke, Tische oder irgendwas hinstellen, wo man drüber will. Ja. Da werden Kisten auch mal zu Brückenpfeilern. Die bleibt da stehen, genau, damit wir die Höhe jetzt ein bisschen abfangen von der Couch und das Gefälle human wird, einigermaßen. Also so haben wir auch noch nicht, so hoch waren wir noch nicht bis jetzt. Das ist jetzt ein Highlight. Ja. Der Brückenbauer wäre jetzt stolz auf uns, glaube ich. Teilen uns ja auf. Die Autos sollen über drei Ebenen fahren, ohne an der höheren Ebene hängen zu bleiben. Das haut nicht hin. Warum nicht? Weil wir hier drei Schienen haben. Das wird alles zu eng. Habt ihr euch verbaut? Nö. Nein, nicht verbaut, aber es ist halt jetzt so ein Punkt, wo wir die Karten nochmal neu mischen müssen. Wer komplex baut, kommt eben auch irgendwann zu komplexen Problemen. Gut, das passt. Kommst du auch unten drunter? Ja. Oh. Hier los, eben hat's gepasst. Also ohne Spoiler, ja. Ja, das ist ja nicht das Ziel. Bis zum Ziel sind es insgesamt gute 4 Stunden Arbeit. Dann steht die Bahn endlich mit allem Schnickschnack. Und die Fahrer sind heiß. Dann kitzelt es einfach so im Daumen und man möchte endlich loslegen. Ne? Dann reicht's. Ins Rennen gehen, der SLS AMG, 14,7 cm klein, 108 Gramm, gefahrene Rennen 4. Das Biest. Länge 15,5 cm, Gewicht 106 Gramm, gefahrene Rennen 2. Der Sheriff 16 cm mit 115 Gramm, das Schwergewicht, Rennen 3. Und der Teufel 15 cm, 106 Gramm, Rennen unzählige. 4, 3, 2, 1, go! Volle Konzentration bei den Fahrern. Die Strecke ist anspruchsvoll, die Geschwindigkeit hoch. Nichts für Kinder, oder? Die Kinder, die müssen für die Schule üben schon, ne? Ja. Also, das ist halt manche Sachen, die muss man auch uns überlassen. Und das gehört dazu. Bei mir ist es genauso wie bei den meisten. Ich habe das eigentlich für meinen Sohn gekauft. Der ist jetzt mittlerweile in so einem Alter, da macht auch viel mit seinen Freunden. Umso besser, denn hier geht es zur Sache. Die großen Jungs liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen. Nicht jeder schätzt die Kurven richtig ein. Die Favoriten wechseln sekündlich. Am Ende gewinnt mit knappem Vorsprung der Sheriff. Das riecht nach Revanche, also nicht das letzte Rennen, bevor die Carrera-Helden das Wohnzimmer wieder für den Alltag räumen.